Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Minecraft-Aufnahme. Ja. Diesmal einer etwas spezielleren Minecraft-Aufnahme, denn wir haben es letztens verkackt, also die Technik hat es verkackt. Ja, das warst du. Du hättest einfach nur gucken müssen. Ja, also wir werden wohl demnächst auch ein bisschen mehr überprüfen, ob das Ganze denn so läuft. Ja. Ja, ganz einfach gesagt, eine Tonspur ist sozusagen zerschossen, und zwar meine. Und deswegen sind wir gerade am Nachsynchronisieren für euch. Ja, und kommentieren heute ein wenig. Genau. Und in dem Gameplay, das ihr seht, ja, es ist ein wunderbares Gameplay. Ach, das wollte ich schon immer mal so sagen. Boah, ihr seht heute ein Gameplay von Minecraft, von den Gaming Dudes. Ja, ja, dann würde ich glauben. Ja. Na gut, da seht ihr gerade, wie wir wohl am Versuchen sind, irgendwie irgendwas zu machen. Wir bereden wahrscheinlich gerade irgendwas, weil wir noch gar nicht mal eine Aufnahme jetzt wären. Weiß ich gar nicht, wir können das ist noch so unser kleines Vorgeplänkel vor der eigentlichen Aufnahme. Ja, wir hatten uns keine Lust nochmal zu Ja, es ging um die Geometrie des Halbkreises oder sowas. Keine Ahnung, der typische Bullshit. Ja, es war, ich weiß nicht, ob es auch schon eine Aufnahme war, ich weiß es nicht. Also ich glaube, wir haben angefangen aufzunehmen, als du dich da auf diesen Eingang gestellt hast. Das kann sein, ich weiß es gar nicht mehr. Na gut, ist ja auch gar nicht mal so schlimm. Also. Ja, jetzt wird das so gesagt, das ist so behind the scenes. Ja, behind the scenes. Mehr oder weniger. Before the scenes irgendwie so. Mehr oder weniger, eigentlich ist es ja auch nur Minecraft. Ja, nur Minecraft. Ja, jetzt stellst du dich da drauf. Also so langsam sollte es hier wohl losgehen. Ja. Und ich packe mal diese Maus weg. Die ist nämlich gefährlich, die hat uns eben schon alles versaut. Ja, die ersten 2 Minuten, die wir aufgenommen haben, waren gut. Ich fand, mir hat's gefallen. Ja, aber. Dann hast du es ja verkackt. Ja, wieder mal habe ich es verkackt. Naja, ja. Passiert. Und du zerstörst da wieder diesen Block. Das hast du eben schon gemacht. Warum schon wieder? Das ist fast so, als wäre das ein Video. Naja. Eine Aufzeichnung. Eine Aufzeichnung für spätere Generationen. Genau, für spätere Generationen. Die werden sich bedanken. Ja. Wir können ja mal erzählen, was noch so Lustiges mit der Aufnahme passiert ist. Eben. Genau, wir lassen das hier ja beim Fernseher laufen, damit wir es schön bequem haben. Also es ist sozusagen unser Cyan-Uta-Setup, was man hier gerade nicht sieht. Das ist richtig. Naja, und wir haben es über einen Laptop versucht abzuspielen und dabei sind so ganz krasse Farben und Lichtblitze und sowas alles aufgetaucht auf der Aufnahme. Also wir hatten quasi so einen LSD-Trip. Ja, das war so unsere eigene erste Creepypasta so ein bisschen. Genau. Aber richtig fett. Aber apropos Creepypasta, jetzt geht's wieder schneller. Warum geht's wieder schneller? Ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Ich auch. Jetzt ist es wieder langsamer oder normal. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er bloß gebuffert oder so. Lass uns weiterreden. Ja, lass uns weiterreden. Also es kann vorkommen, dass Dinge nicht dazu passen, irgendwie zu dem, was wir da sagen. Vielleicht bewege ich mich auch bloß ganz schnell. Ja, das kann sein. Zumindest also, die Schwenks. Wir sollten am besten ein bisschen mehr off-topic labern, damit es nicht so wild ist, was da gerade passiert. Genau. Wir können natürlich mal ganz kurz nochmal sagen, was wir machen. Das ist ja gar kein Problem. Apropos off-topic, wo wir gerade bei Creepypastas waren. Genau, darum ging es nämlich in dieser Aufnahmesession sozusagen. Ja. Mehr oder weniger. Es hat sich so alles eingeschlichen. Ja. Diese verdammten Creepypastas. Die haben sich ja dann im Endeffekt wirklich in die Scheißaufnahme eingeschlichen. Ich hasse sie. Ich fand das ist schon krass, wie sich das Ganze verändert hat. Also wenn man sich hier nochmal den Anfang der Aufnahme anguckt. Sah nicht genauso aus. Es sieht am Ende anders aus, wenn du Ganze mal dir genauer angesehen hättest. Ja, natürlich. Wie denn auch? Ich bin ja dann mitten im Spiel irgendwann rausgegangen und habe einfach angefangen, Creepypastas vorzulesen. Genau, das war auch noch so eine Geschichte. Das machen wir heute übrigens auch. Ja, geh einfach aus dem Spiel raus, ja. Geh aus dem Raum raus. Nee, so machen wir es noch nicht. Wir haben uns da. Oh, da baue ich gerade so eine Art Blumentopf. Alter, wie schnell bin ich wieder? Das kann doch gar nicht Normalgeschwindigkeit sein. Dann hat das mit den LSD-Effekten doch schon gepasst. Ja, anscheinend. Wenn wir Glück haben, bleibt das Video vielleicht so schnell. Auch nach dem Intro. Ich kann ja mir mal bei unserem kleinen Player gucken, wie das so aussieht mit der. Mit der Anzeige da unten. Ja. 21. Das passt erstmal noch. Also es müsste eigentlich passen, auch hier mit den 4 Minuten und so, die wir gerade hier schon labern. Oder? Ich glaube, wir machen uns gerade viel zu viel Gedanken über das Video. Es kann natürlich auch sein, dass das Video manchmal langsamer läuft. Das merkt man ja manchmal hier, wenn es schwenkt. Und dass er dann automatisch schneller geht, um an den entsprechenden Punkt zu kommen. Also machen wir jetzt nicht darüber so viele Gedanken, das sollte schon irgendwie passen. Sehr gut. Ja. Expert. Wir spielen hier Minecraft immerhin auf hart. Wir haben uns den Schwierigkeitsgrad selbst ausgesucht, selbst auferlegt quasi.
Haben wir nicht mitten im Spiel noch irgendwie die Monster ausgeschaltet? Ja. Wie gesagt, wir haben den uns selbst angepasst. Ja, wir haben am Ende, also nicht, also in der Aufnahme irgendwann. Ja, es gab einen Punkt, wo wir die Monster ausgeschaltet haben. Richtig. Also zumindest die Respawn. Siehst du da langsam? Das hat aber irgendwie was Cooles. Und da sind wir schneller. Ja, der buffert halt. Der buffert. Der buffert. Der buffert. Der puffert. Apropos, wo wir bei den Creepypastas waren, wir haben uns extra hier so ein, wie heißt es denn? Ja. Tablet geklaut, genau. Getauft. Das weggefallen. So. Getauft. Ja, getauft. Richtig. Das heißt übrigens Susi. Ja, das ist Susi. Das ist Susi. Susi hat nichts anzuziehen. Susi hat nichts abzuspielen. Sie möchte neue Apps haben. Ja. Boah, das sieht voll irgendwie gruselig aus, dass das Bild da einfach steht. Aber ich bewege mich auch nicht. Ja. Ich gucke mir so dieses Gesamtbild an. Ja, du hast überlegt halt, wie du was... Genau, ging es da schon um den Turm? Ja? Ja? So früh schon? Ja. Weil wir hatten nämlich bevor überhaupt die Aufnahme richtig losging, haben wir, glaube ich, eine Viertelstunde rumgesucht, bis wir unser Haus gefunden haben. Genau, da hatten wir ja die Problematik, dass letztes Mal alles irgendwie mit dieser ganzen Verbindung abgekackt ist und ja, wir dann am Ende irgendwo in der Pampa hier gestartet sind oder ja, in einer Minenpampa. Mhm. Naja. Das war lustig. Ja, lustig war's. Und dann haben wir eine Viertelstunde für rausgehen gebraucht. Zum Glück ist keiner gestorben. Ja, das wäre natürlich besonders blöd gewesen, weil dann hätten wir... Obwohl, nee, dann wären wir im Haus gespawnt, oder? Nein. Wir sollten das nochmal überprüfen mit den Betten, oder? Ich wäre, glaube ich, nicht im Haus gespawnt. Ja, ich glaube, ich habe dein Bett zerstört irgendwann mal. Richtig. Vorsorglich schon mal. Oh, da gucke ich gerade. Ja, du bist in der Mine, oder? Wo du immer bist. Warte, was heißt das? Oder was machst du gerade? Diesmal warst du gar nicht mal so oft in der Mine, oder? Nee, diesmal war ich fast gar nicht in der Mine. Ich glaube, gerade mache ich gar nichts. Ich warte, glaube ich, einfach bloß darauf, dass du die Dingen fertig machst. Also ja. Den Bauplatz für den Turm. Ich glaube, ich bin doch gerade in der Mine zum Einschmelzen der Stimmt, Steine. Das kann sein. Und ich planiere hier gerade. Ich mache hier Terraforming. Ja, das ist der Regen. Draußen regnet es. Ja, also, voll gesund. Das erhöht nochmal die Erzähleratmosphäre hier. Jetzt hier bloß noch ein Gewitter und am besten noch ein bisschen gruseliger die Stimme von uns. Dachtest du jetzt, ich mache eine gruselige Stimme? Nein, ich habe gesagt, das fehlt. Achso. Wegen dieser Pause. Was denn für eine Pause? Diese Pause im Gespräch. Oh mein Gott! Ja. Da wird gerade schön gebastelt. Ja. Ja, so sah das bei mir oben aus. Ja, ich sehe das eigentlich nie aus deiner verdammten Perspektive. Ja, das stimmt. Was, du guckst dir die Let's Plays nicht an? Nein! Du doch auch nicht. Nein. Ich sehe dich schon zu Genüge im Schnitt. Ja, das ist richtig. Mag man eigentlich nicht. Du synchronisierst nur und dann schneidest du alle 15 Minuten. Ja, das stimmt. Mehr macht man nicht. Es reicht, es gespielt zu haben. Okay, was heißt, mehr macht man nicht? Man macht schon viel. Bim, 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 bim. Da reiße ich nochmal alles auf. Warum eigentlich? Warum Creeper da? Ich weiß es nicht. Oh, der Regen nervt gerade dezent, ne? Ja, den kann ich leider nicht abschalten. Moment, toggle down. Nee, klappt nicht. Schade. Ich frage mich auch gerade, warum ich das mache. Ach, ich habe das Fundament ausgehoben. Genau. Ach so. Da macht das auch Sinn. Ja. Da hatte ich mal wieder keinen Plan, was ich da nehmen soll. Bis ich bemerkt habe, oh, da ist ja schon Cobblestone. Warum wollten wir eigentlich nochmal einen Turm bauen? Damit wir unser Hausrennschiff finden. Ah, weil du hast dich nämlich verlaufen gehabt. Das resultierte aus den vorherigen Ereignissen. Richtig, du hattest dich verlaufen gehabt und ja. Da ist auch schon fertig, der Bauplatz. Ja. Übrigens spielen wir ja gerade, wie ihr seht, immer noch mit Default. Das Ganze hat sich zwar verbessert mit dem Texturenpaket und der Leistung, aber irgendwie passt es trotzdem noch nicht ganz. Richtig. Naja, wenn nicht, dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwas anderes finden. Ja, oder vielleicht nochmal ganz genau recherchieren. Das wäre auch mal so eine Option. Weil man muss ja nicht unbedingt mit Zwax spielen, man kann ja halt auch mit irgendwas anderem spielen. Weil genau. Man könnte theoretisch auch einfach mit Honeyball spielen. Theoretisch jetzt. Das heißt meine Kraft übrigens. Ja, aber es ist halt das von Honeyball, ich weiß nicht. Ja. Ach übrigens, fapp. Ja. Weil dann Creepers. Deswegen. Andere Texturenpakete kennst du auch nicht. Ich kenn Zwax. Und? Das Doom Texture Pack. Und? Was ist mit dem Mieser Texture Pack? Das kenn ich. Das hast du sogar auch benutzt. Dass dir das entfallen kann. Die vielen schönen Stunden. Ich kenne noch ein Skyrim Texture Pack.
Stimmt, da lässt du mich einfach so allein mit der Spinne kämpfen. Ja, das war lustig, weil ich hatte auch kein Schwert mehr, ist ja eben gerade kaputt. Ja, ich meins ist auch gerade kaputt gegangen. Und hier stand ich da so mit der... Später mache ich mir aber, glaube ich, noch ein Diamantenschwert, also da hat sich das Ganze dann erledigt. Ja, ich glaube, da hast du dir irgendwann ein Diamantenschwert gemacht. Vor allem, ich habe da immer noch 4 Diamanten im Inventar, die bemerke ich gar nicht. Ja, es regnet. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Regen des Todes ist oder so. Da erkläre ich dir gerade, was das Ganze da irgendwie heißen mag. Das ist übrigens ein Skelett. Kann es sein, dass das gleich hier irgendwie, weil wir bald wieder über Creepypastas reden, dass das Fenster bricht und... Nee, das hat schon schlimmere Sachen überlebt. Was denn? Schlimmeren Ring, stärkeren Ring. Hagel? Zum Beispiel. Ah. Jetzt gleich Hagel, das ist cool. Hagel, so groß wie Eis. Da setze ich ein Sapling rein und da ging es auch nochmal darum, dass die ja dieses System mit dem Bone Meal verändert haben. Also richtig. Du brauchst jetzt, glaube ich, 4-5 Mal Bone Meal auf so ein Teil und dann wächst er erst. Ja. Und da habe ich dir auch gesagt, hol doch einfach ein Bone Meal, damit er wächst. Und dann hast du ihn geholt. Ja, und dann habe ich 4-mal draufgehauen und mich gewundert. Und da habe ich gesagt, mach das mal. Guck mir noch mal schön diese Einrichtung an, die noch gar nicht vorhanden ist. Das müssen wir auch nochmal aufhübschen, das Ganze. Das Haus hat schon irgendwie was, so von der Konstruktion her. Ja. Hat so was Wohnliches. Ja, ein bisschen. Ein kleines bisschen, ja. Ich weiß noch, wie ich gesagt habe, bau ein Baumhaus. Jetzt wissen wir, was draus geworden ist. Ja, das ist unser Baumhaus ohne Baum. Ja. Ich weiß nicht, wenn ich Bäume sehe, dann kriege ich irgendwie dieses Gefühl, dass ich die abbrennen muss. Die muss ich anzünden. Ja, das werden wir nachher auch gleich sehen, wie er da die ganzen Bäume abholzt. Ja. Ach ja, das war schön. Also, ich weiß nicht, ob wir das nachher sehen. Das sehen wir nachher, ja. Na, das Problem ist bloß, ob wir das noch in dieser... Weil wir hatten ja zwar wegen dem Serverumstellung hatten genau. Wir 2 Aufnahmen. Ja, ob wir das... Hier sehen wir das natürlich nicht mehr in der Ausführlichkeit. Ja, das ist richtig. Wenn wir es überhaupt sehen. Ich glaube, hier beschäftigen wir uns vor allem mit diesem Turm und dem Weg. Dieser Weg. Okay. Ja. Der Mann, der wird kein leichter sein, weißt du? Ja, ja. Der ist voller Steine. So, jetzt unterhalten wir uns darüber, dass nichts passiert, aber das ist halt eine komische... Ja. Dann hab ich gesagt, also mach's nochmal. Hau nochmal drauf. Mit Bone Meal. Dann hau ich nochmal drauf, ja. Ja, ja, warte, gleich, mach das. Ich kenne die Zukunft. Gleich. Und jetzt. Da. Bam. Da steht da schon ein Baum. Dann habe ich gesagt, der Baum sieht scheiße aus. Von den Blättern her. So asymmetrisch und scheiße vor allem. Kann man mit leben. Nein. Hier, da habe ich mich gewundert, warum keine Blumen oder sowas kommt. Nur Gras. Ja. Vielleicht war der Boden einfach zu... Unfruchtbar. Unfruchtbar, genau. Bohnen, du bist unfruchtbar. Jetzt hast du es ihm nochmal gegeben, ey. Ein Creeper, und guck mal, wie der sich da anschleicht schon. Ja, ja, oder? Du bleibst einfach da stehen. Ja, ja. Ja, Creeper, ich mach dich kaputt. Oh, er blinkt schon, er blinkt schon. Oh mein Gott, er blinkt. Und da ist er weg. Ja, wir haben es halt voll drauf mit Spitzhacken auf mein Handy, auf den Creeper einzu. Ja. Pieken. Wir haben es halt voll drauf. Hast du wieder mit rumgespielt? Gar nicht, Spielzeug? Nein. Alter. Nein! Da klaut sich immer Spielzeug. Also, sowas vom Headset, weißt du, wo du ein Kabel dran machst und das benutzt du.